Die ganze Menschheit steht heute vor einer großen Herausforderung. Wir alle in unseren modernen Gesellschaften hinterlassen einen zu großen Fußabdruck. Wir bei Festo haben das längst erkannt und wollen hier einen wesentlichen Beitrag auch leisten, um die Zukunft für die kommenden Generationen zu sichern. Deshalb arbeiten wir zusammen mit Forschungspartnern im Bionic Learning Network an neuen technischen Lösungen und arbeiten zum ersten Mal mit lebenden Materien, die das Potenzial haben, in einem Bioreaktor ganz neue Materialien biologisch zu erzeugen. So kann man zum Beispiel Lebensmittel, Biokunststoffe oder auch Treibstoffe in Zukunft wirtschaftlich und nachhaltig in so einem Bioreaktor produzieren. Im Projekt Photobionic Cell verwenden wir Mikroalgen. Das Sonnenlicht wird verwendet, um dann CO2 aus der Atmosphäre zu fixieren, zusammen mit Wasser, und umzusetzen in chemische Energie, die dann die Zelle nutzen kann. Sie kann zum Beispiel Zucker daraus machen und damit wächst die Zelle und sie teilt sich. So entsteht Biomasse, die wir dann im Labor verwenden können, um daraus weitere Stoffe zu generieren. Zum Beispiel Energieträger oder auch Wertstoffe für Kosmetika oder für Pharmazeutika oder auch für Lebensmittel. Im Gegensatz zu herkömmlichen Wertstoffen aus Rohöl wird nur das CO2 freigesetzt, das die Zelle vorher gebunden hat. Der Kreislauf ist damit im Gleichgewicht. Mikroalgen nutzen das Sonnenlicht 10-mal so effizient wie Landpflanzen und ihre Kultivierung ist denkbar einfach. Wenn wir dann auch noch Steuerung und Regelungstechnik und Automatisierungstechnik verwenden, dann können wir 100-mal so effizient CO2 fixieren wie Landpflanzen. Unterschiedliche Mikroalgen produzieren unterschiedliche Wertstoffe. Unsere zum Beispiel können blauen Farbstoff herstellen, den man in der Lebensmittelindustrie einsetzen kann. Oder sie können auch PHB produzieren. PHB, Polyhydroxybuttersäure, ist ein Biopolymer. Wir können es zum Beispiel für den 3D-Druck oder als Verpackungsmaterial verwenden. Jede Tonne herkömmliches Plastik, das wir durch biologische Kunststoffe ersetzen, spart 3 Tonnen CO2. Richtig effizient wird unser Bioreaktor erst durch die komplett automatisierte 24-Stunden-Überwachung. Im Laborumfeld werden viele Versuche und Analysen heutzutage immer noch von Hand gemacht. Und das birgt natürlich zahlreiche Fehlerquellen. Dadurch wird es zeitintensiv und sehr kostenintensiv. Wir haben unseren kompletten Bioreaktor ausgestattet mit Sensorik. Wir haben beispielsweise einen pH-Sensor verbaut. Auf unsere Festo-Steuerung haben wir Algorithmen implementiert, damit immer das perfekte Verhältnis in unserem Bioreaktor garantiert ist, um die Alge perfekt am Leben zu halten. Ein neuartiger Sensor basierend auf Quantentechnologie zeigt uns ständig an, wie viele Algen wir in diesem Moment im Bioreaktor kultivieren und wie schnell sie wachsen. Wir pumpen dafür Algenflüssigkeit durch diesen Mikrofluidikchip und ein Laser gibt uns dann die Werte aus. Es ist gar nicht so einfach zu erkennen, wie es der Alge in diesem Moment geht, ob sie gerade wächst oder ob sie abstirbt. Man erkennt es meistens mit bloßem Auge erst, wenn es zu spät ist. Der Sensor hilft uns zu erkennen, in welchem Lebenszyklus die Alge sich gerade befindet. Wir können somit direkt in den Bioreaktor hineinzoomen, um zu erkennen, wie sich unsere Alge im Moment fühlt. Ganz entscheidend für ein gutes Wachstum und eine gute Photosyntheseleistung ist die ausreichende Versorgung mit CO2. Dafür haben wir ein eigens entwickeltes Begasungselement eingebaut, welches die Umgebungsluft mit viel CO2 hier im Bioreaktor in kleine Bläschen zerstäubt, um somit möglichst viel Reaktionsoberfläche zu haben. Wir pumpen Algenflüssigkeit nach oben in unsere Flächenkollektoren und lassen die Algenflüssigkeit wieder absinken. Dabei saugen wir CO2-haltige Raumluft an. Dann lassen wir die Algenflüssigkeit wieder ansteigen und die CO2-haltige Luft wird direkt in den Bioreaktor gepumpt. Um den Pumpvorgang perfekt auf die Bedürfnisse der Alge abstimmen zu können, haben wir oben im Zentrum des Bioreaktors einen Multisensor integriert. Und somit kann ich diesen Bioreaktor überall automatisiert produktiv betreiben. Um den Reaktor auf einfache Art und Weise zu bedienen, haben wir eine intuitive Bedienoberfläche entwickelt mit dem Festo UI Kit. Dies hier ermöglicht es uns, in Echtzeit alle Prozessdaten, Sensorwerte des Reaktors auf einer Webseite anzuzeigen. Und so hat der Mitarbeiter die Möglichkeit,
den optimalen Erntezyklus herauszufinden auf schnelle Art und Weise. Da wir hier eine Unmenge von Daten generieren, versuchen wir auch mittels KI einen Algorithmus zu schaffen, der die bestmöglichste Umgebung für das Algenwachstum herstellt. Eine weitere coole Bedienoberfläche ist unsere plattformunabhängige Augmented Reality App. Kann ich im Browser öffnen und somit kann ich mir auf einfache Art und Weise super schnell die Sensorwerte von dem Reaktor anzeigen lassen. Außerdem kann ich mir hier die Produktinformationen der Feststoßgeräte einholen, wie beispielsweise hier drüben. Und dann klicke ich drauf und werde auf die Feststoßseite umgeleitet und kann mir direkt alle Informationen drüber einholen. Am Max-Planck-Institut Marburg haben wir einen Dispensierautomaten entwickelt, um einzelne Enzyme der Photosynthese zu verbessern. Mit einem intuitiven Bedienkonzept kann der Automat sehr einfach auf neue Aufgaben eingestellt werden. Auch ganze Stoffwechselwege kann man hier am Computer verbessern und diesen Ansatz nennt man dann synthetische Biologie. Ein am Computer optimierter Stoffwechselweg wird in synthetisch hergestellten Zellen, sogenannten Droplets, verpackt. Die Miniaturreaktionsgefäße enthalten alle notwendigen Enzyme und Biokatalysatoren und sind in der Lage, wie ihre biologischen Vorbilder, CO2 mittels Lichtenergie zu fixieren. Diese Droplets können dann in einem Bioreaktor kultiviert werden. Ziel ist es, die Effizienz der Photosynthese um das 20-fache zu steigern. Mit der richtigen Steuerung und Regelung können wir künstliche Droplets und ganze Zellen effizient im Bioreaktor kultivieren. Die Sensoren, Algorithmen und Bedienkonzepte lassen sich auch auf andere industrielle Bioreaktoren übertragen. Somit wird die Zelle zur Fabrik der Zukunft. Wir sehen hier eine ganz neue Dynamik mit Wissen, Bildung, Innovation, Verantwortung und diesen neuen Technologien sind wir bereit für die Zukunft.